Moin zusammen und herzlich willkommen zu Meridian 157, Kapitel 2. Ja, neue Aufnahme, neues Glück. Wollen wir mal gucken? So, hier haben wir diesen Raum entdeckt. Super! Und der ist, ich sollte etwas Licht. Ich könnte mich verwirren, wenn ich anfange, in der Dunkelheit zu stöbern. Okay, oh, da kommen wir also noch nicht hinein. Na, das ist ja zu blöd. Okay, na schön. Was können wir denn stattdessen machen? Dunkelheit, warte mal, hier hinten war doch eine Lampe, oder? Hier ist eine Lampe, hier ist eine Lampe, hier ist eine Lampe, aber die Lampe leuchtet nicht und es ist noch etwas düster. Oh, guck mal, ach hier, das Kabel. Ach, sieh mal einer an. Jemand hat das Kabel durchgeschnitten. Aber wir hatten doch Isolierband, ne, und Klebeband. Gut, reicht das? Die Lampe ist an. Vielleicht gelingt das schon. Gelingt es uns, dann hier jetzt reinzukommen. So, ja, ist gut. Ach, hier, guck mal. So. Ich mache nur gerade ein Foto. Alles klar. Hab's. Gut, okay. Das wird die Lösung sein für dieses Rätsel hier. Okay, so. Okay, oh, warte mal, dies hier, ich nehme das erstmal wieder raus. Das war das, was wir beim letzten Mal eingestellt hatten, aber ich würde gerne von Null anfangen. So, der mittlere Teil ist dies hier. Das und dann diese hier alle. Da, da und das, okay. Der andere, der linke Teil auf dem Tisch ist das hier, aber dazu kommt, nee, warte, dazu kommt das hier. Das ist der linke Teil, der rechte Teil ist ganz durchgehend und, okay, ist ganz durchgehend und dieses Dreieck, nee, das ist wohl nicht. So. Ah, okay, gut. Ja, okay, das war nur der kleine Teil. Eine Sprühflasche mit Reinigungslösung. Ja, sehr gut. Dann können wir doch auch den Rest des Fensters jetzt freischrubben, nicht wahr? So. Sprüh, sprüh, sprüh. Jawohl, alter Lappen. Wisch, wisch, wisch. Naja, sauber genug, um etwas mehr Licht durchzulassen. Naja, etwas mehr ist wohl richtig, aber das hättest du aber auch besser machen können, doch. So, was haben wir denn jetzt hier? Okay, es ist mehr Licht reingekommen. Ja, aber viel bringt tut es nicht, ne? Wo sind wir denn hier jetzt hingelangt? Auf die andere Seite? Dieser Raum wurde geplündert. Hä? Ich glaube, ich habe gerade die Orientierung verloren. Ah! Ah, okay. Ach, wir sind auf der anderen Seite gelandet. Okay, alles klar. Gut. Naja, schön. Dann lass uns den Heizungsraum doch mal. Verdammt, wie komme ich denn jetzt wieder zurück? So. So. Ah, okay. Alles klar. Okay, wir gehen in den Heizungsraum zurück. Ja, hier entlang. Und dann warten. Nee, das nach, mal nach oben. Hier ist der Heizungsraum. So. Und hier können wir doch jetzt das Rohr anbringen, das auch gar nicht angeschraubt werden braucht. Mit etwas Glück sollte das Problem damit gelöst sein. Genau, so. Okay, grüner, wir sind im grünen Bereich. Ist doch schon alles gut, oder? Oder müssen wir genau auf die 6 kommen? Genau auf die Mitte. Lass uns mal gucken. Aha, wir sind im grünen Bereich. Jawohl. Was ist das denn jetzt hier? Rechts oder links? Wo habt ihr Bock? Ich gehe mal nach rechts. So, Vorhänge schlossen in gutem Zustand. Und das Brecheisen funktioniert hier auch nicht. Na gut. Okay. Alter, warte mal. Da war doch. Liegt hier etwas auf dem Tisch? Nee. Gut, das war's nicht. Hier haben wir doch wieder eins dieser Rätsel. Toll, aber da fehlen ein paar von den
von den Dingern. Oh, nee. Wir müssen sie nur richtig einsetzen. Aber dazu habe ich noch nichts gefunden. Na gut. Werden wir schon hinkriegen. Rot, grün. Gelb diesmal. Okay. Der Dschungel ist dunkel. Beängstigend. Ja, wir haben ja immer noch nicht das Mensch gesehen. Die oder der uns hier verfolgt, ne? Ampel B17757. Lass mich das mal gerade notieren. B1757. Das ist doch bestimmt ein Code für irgendwas. Okay, er ist wieder rechts rum. Hier ist Wasser. Da läuft Wasser aus. Nee, auch Öl. Ein Weg ist zu lagern. Wir haben aber dummerweise noch keinen Behälter. Okay, was ist hier hinten? Gesperrtes Gebiet. Ich muss einen Weg finden, ihn zu öffnen. Können wir den jetzt mit dem Brecheisen? Nein, können wir nicht. Okay, war ja nur eine Idee. So, hier drin. Eine Menge Papierkram, eine Zeitung aus dem Jahre 97. Reihenfolge. Okay, einen richtig. So, nächste. Zwei richtig. Voll konzentriert. So, nochmal. Verdammt, und jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht. Das war wohl nicht richtig. Ja, okay, alles klar. So, was haben wir denn dadurch jetzt bekommen? Grünes Licht. Okay. Gelbes Licht. Und dann rotes Licht. Okay, prima. Das ist super. Nee. Da komme ich nicht weiter ran. Torsteuerung, alles klar. Einige Mappen. Es fehlen einige Zahnräder. Eines haben wir doch schon gefunden. Ich glaube zwar nicht, dass das hierhin gehört, aber so. Nee. Okay, das bewegt sich schon mal. Das ist super. Aber das hier reicht noch nicht. Wir brauchen noch mindestens zwei weitere. Ich lasse das mal an. Mal gucken, was passiert. Da ist nichts. Okay, so. Das war nicht die richtige Torsteuerung. Wir müssen wohl tatsächlich noch mehr finden. Gut, es steht auf Rot. Oh, aha. Nee, ah, Hilfe, nicht so schnell. Ich brauche die Kamera. Grün. Habe ich. Gelb. Habe ich. Rot. Habe ich. Okay, alles klar. So, wo haben wir das noch gesehen? Das war ein Stück weiter zurück. Noch ein Stück weiter zurück. Das war hier. Nicht dort, aber da. So, rot. Rot ist... Das hat nichts hiermit zu tun. Gelb. Quadrat innen müsste das sein. Hier sowas wie da und da und das, also das ringsrum. Nein. Das hat nichts damit zu tun. Grün ist ein Kreis mit einem Fadenkreuz drin. Das hat nichts damit zu tun. Okay. Schade, aber das war's nicht. Na gut, gehen wir mal weiter. Aber ist schon cool. Okay, was ist, haben wir denn hier? So, da ist... Ach du Heiliger, guck mal. Da
Da steht ein Auto. Die Brücke ist eingestürzt und da hinten, die sind hier sogar mit dem Auto lang gefahren. Was ist das da? D21, da ist nichts. Hier fehlt ein. Ah, die Metall. Die befindet in, hinter sich hinter dickem Glas. Haben wir nicht noch irgendwas zum. Ja? Das bringt hier gar nichts. Okay, gut. Fein. Nein, nee, weg aus. Der Türgriff ist verrostet. Okay, wir brauchen also einen Lappen. Oder irgendwie sowas. Na gut. So, habe ich denn jetzt auch alles abgesucht? Nee. Hier ist nichts weiter. Hier geht es nur nach dorthin zurück. Ja, ich werde jetzt fertig. Okay, hier sind wir durchgekommen. Alles klar. Haben wir da denn alles abgegrast? Warum funktioniert das hier nicht? Ich meine, ein Brecheisen. Nein, das geht alles nicht. Okay, da ist auch kein Lappen. Ich kann da nichts von mitnehmen. Ah, jetzt ist was passiert. Okay, jetzt ist was passiert. Gut, hab ein bisschen rumgefuchtelt. Oh, das sieht aber cool aus. Das ist aber... Okay, gut, ja. Das sieht aber mal schick aus. Ui, ein Eimer, den kann ich gut gebrauchen. Hier wurden die Ausgrabungen gestoppt. Was haben wir denn da? Das... Okay. Was? Eins. Oh, ach so, die sind fix. Eins plus. Was? Eins plus. Was soll das? Drei, eins plus. Zwei. So? Oder wie hättest du es gerne? Okay. Da soll eine 5 rauskommen. 5. 2. Was hat das zu bedeuten? Sind das die gegenüberliegenden Seiten oder wie? Hm, weiß ich noch nicht. Muss ich nochmal gucken? Es lässt sich nicht öffnen. Sag bloß. Da reinkommen wir. Den Schlüssel können wir mitnehmen. Okay. Aber damit können wir nichts machen. Mit dem Schlüssel können wir vielleicht die Tür hinten aufschließen. Aber das hier, was hat das zu bedeuten? Hm. 1 plus ergibt 3. Weiß ich noch nicht. Okay, ich gehe mal zu. Nee, komme ich nicht drauf. Ich gehe mal zurück zu dem. Das wird wahrscheinlich auch irgendwie ein Code sein. So, okay. Oh, hier könnten wir den Schlüssel schon mal ausprobieren. Ja, das nehme ich mit. Ein Fernglas. Um nach dem Auto zu sehen. Okay. Nee, warte, war das hier? Nee, hier war das nicht. Aber halt, hier ist das. Hier ist das Öl. Okay, so, das können wir mitnehmen. Okay, cool, soweit. Wo ist das Auto? Das ist hier. Fernglas. Was kann ich damit angucken? Das Auto. Ist ja schon cool. Buggy. Warte, lass mich das mal eben aufschreiben. Na, mein Stift will nicht mehr. Buggy. Boogie. Boogie, boogie. All night long. Sonst noch irgendwas Interessantes hier? Das ist nur mein Schild, wird es wahrscheinlich gewesen sein, ne? Hm, ja.
das Nummernschild wird es wohl gewesen sein. Okay, so. Und dann sagte er hier, das sei verrostet. Mit etwas Öl. Matsch. Ah, herrlich. So. Was haben wir dann da? Da ist nichts auf dem Schreibtisch. Ein Magnet, nicht schlecht. Baufirma Flair, Fortschrittsbericht. 0%, 0% 15, Brückenbau abgeschlossen. 34 Meter, Gletscherspalte ist 29 Meter tief. Okay, 44%, erfolgreich Verbindungsseiten. Vor etwa 4 Jahrzehnten, wenn das für eine große Gaskammer aufgerissen. Ja. Code 10 wurde auf Unkanne von Lambda erhalten. Sofortige Evakuierung. Okay, warte mal, das fotografiere ich mir mal. Von Code 10. So, hab's. Okay. Lambda und kommt Code 10. Ach du liebe Zeit. Flap-Tunnel, Abschnitt 5, Parkplatz, Brücke. Aber das sieht doch aus wie oben, ne? Zu Minen. 1, 2, okay. 3, 4. Halt, können wir da irgendwas damit machen? Die Karte von diesem Tunnelabschnitt. Ja, okay. Das heißt, wir sind hier beim Brückenstand. Genau. Parkplatzstand. Und da ist der Parkplatz. Da müssen wir hin. Okay. Und ich nehme die Glühbirne mit. Alles klar. Natürlich, warum auch nicht? Das war ein Zufallsprodukt. Im Mülleimer irgendwas Interessantes? Nein. Welchen Spitznamen hatte der alte Pickup? Blue? Das hat Blue zu... Das ist leicht, das war Buggy. Das haben wir schon rausgefunden. Buggy. Yay! Ein Zahnrad. Ein Eis? Nee, eine UV-Glühbirne. Und sonst nix. Sehr gut. Okay. Zahnrad ist auf der ganzen anderen Seite. Wo war denn das mit der UV-Glühbirne? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber warte mal, mit dem Magneten können wir da nicht... Wie cool. So, Magnet abwählen. Da ist noch ein Zahnrad. Cool. Einige nummerierte Rohre. 5, 2, 3. Hat das irgendwas zu bedeuten? Bestimmt, ne? Ich brauche wieder meine Trusty-Kamera. Okay. Kamera hat funktioniert. Wenn die interne nicht funktioniert, ja, muss ich eben die externe nehmen. Okay, so, das haben wir alles hinter uns gebracht, ne? Cool. Das ist, ich finde das immer noch irre hier. So, wir müssen ohnehin zurück. Hier, da ist doch noch, genau, hier haben wir noch Zahnräder, die wir rein operieren können. Da oben und da. Das gereicht? Nee. Okay. Da. Und hier. Wahrscheinlich müssen wir irgendwie darüber kommen, ne? Oh, das hat noch gar nicht gereicht. Okay. Müsste es jetzt gleich Klick machen? Ne, wir müssen ja, müssen wahrscheinlich beide. Hier, das leuchtet jetzt. Nein, das hat noch nicht funktioniert. Okay, sollen wir mal versuchen, zu dem anderen Zaun dort oben zu kommen? Dahin. So und so. Nein, halt, das war doch richtig. Vermutlich müssen wir noch mehr Zahnräder finden. Beide drehen sich so herum. Ist das richtig? Es wird keinen Unterschied machen. Okay. Es hat noch nichts weiter funktioniert. Okay, wo können wir die Glühlampen einsetzen? Hm.
Brecheisen? Nö. Gibt es denn hier eine Möglichkeit, die gleichzeitig zu bewegen? Jetzt bewegt sich nur, genau, jetzt bewegt sich nur der Teil. Ich sehe nicht, dass es eine Möglichkeit gäbe. Wir müssen noch weitere Zahnräder finden, ne? Okay. Mist, dass wir hier aber auch mit dem Brecheisen nicht weiterkommen. Oder mit dem Magneten. Und wo kommen die Glühbirnen hinein? Hm. Nee. Aber warte mal, wenn ich hier jetzt die UV... Ah. Okay. So. Und da ist sie wieder, meine trusty Kamera. SI oder GI. Hm. Okay. Gut, haben wir. Die nehme ich aber wieder mit. Warte mal, war da noch irgendwas? Hier unten? Hm. Irgendwas da. Das Daimler-Zeichen oder was ist das da? Schleichwerbung. Nee. Sieht nicht so aus. Okay, gut, cool. Okay, ich würde. Oh, warte mal, hier geht's noch weiter. Nee, das sah nur so aus. Keine weiteren, ne? Halt, das ist das Rohr? Nein? Okay, ich mache mich mal auf die Suche nach den verbleibenden. Einige nummerierte Rohre. Ja, nee, das bringt gar nichts. Warte mal. Ach. Doch, ja, ich weiß. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist von einem Kran, das Rätsel. Okay, warte mal, das machen wir noch. Wie sind wir da hingekommen? Wie ging das doch gleich? Hier. Das ist das Rätsel hier am Kran. Okay, Sekunde, lass mich gerade nachsehen. Wo habe ich das Foto? Da. So, 1, 2. Nee, da ist die 3. 1 und 3. Also hier muss die 2 hin. Dann muss da die, was? Die 5 hin und hier die 4. So, das ist das eine. Hier ist die 2 fix. Die 2 und die 5. Dazwischen ist die 4. Und, nee, warte mal, das kann nicht sein. Von der 2 geht's zur 3. 3 und dann hier 4. Genau, das müsste sein. 4. 5. Ging es aber auch noch weiter zur 6. Und hier, das hier ist die 1. Aha! Haha! Ja, von wegen hier. Ein kleines Zahnrad. Na gut. Okay. Hier war nichts weiter, ne? Keine Zahnräder. Kommen wir mit 4 Zahnrädern hin? Ich weiß es nicht. Ich laufe mal eben zurück. Halt, das war zu weit. Ich glaube ja nicht. Ich glaube ja nicht. Okay. Nee. Okay, dann werde ich da oben anbringen. Dich dort und dich dort. So müsste es funktionieren. Es ist offen. Und jetzt hat sie es aufgehängt. Das ist eine super Gelegenheit, um zu sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.